So, das war jetzt mein Einkauf. Erdbeeren 1 Euro, 4 Gurken 1 Euro, 7 Birnen 1 Euro und ich glaube 6 Kilo Plattpfirsiche 1 Euro. Nektarinen 1 Euro. Und Kira hat sich Nektarinen gekauft, 1 Euro. Davon hat sie schon viele gegessen und weggeschmissen, die nicht so gut waren. Aber das sind, also ihr seht, das ist 5 Euro. Na? Krass. So, jetzt komme ich mal ins Bild. Oder hier. Wahnsinn, Wahnsinn. Heutiges Thema ist tatsächlich, wenn ihr in Stadtnähe wohnt, irgendwo in Stadtnähe, dann ihr habt garantiert zum Samstag, späten Nachmittag, Abend, irgendwo die Möglichkeit, dort wo Obst verkauft wird, dass die ihr Obst abverkaufen. Das gibt es in jeder großen Stadt. Oftmals sagen die Städter, boah, die auf dem Land leben, die haben es total gut, weil die können ja überall Wildgrün essen und die haben nicht diese große Belastung und so weiter. Aber ein was, für alle Menschen, die in Stadtnähe wohnen, Samstag Nachmittag einkaufen. Und also ich war total geflasht. Wenn ihr das überlegt hier, guck mal, die Erdbeeren. Die ganzen Erdbeeren, 1 Euro. Ja? Und da stand noch total viel rum. Also wenn man ein Auto hätte, da hätte man sie alle mitnehmen können. So, und also viele Sachen, also einige Sachen müssen relativ zeitnah verzehrt werden, wie zum Beispiel die Pfirsiche, die sind extrem reif, auch die Birnen. Aber dann gibt es Sachen wie die Plattpfirsiche. 1 Euro, die Kiste Plattpfirsiche, 1 Euro, das sind 6 Kilo. 1 Euro. Und die würden sonst weggeschmissen werden, haben sie gesagt. Ich habe gesagt, wieso macht das für 1 Euro? Das ist doch. Da muss doch Leute, die muss man das irgendwie herstellen und sonst was. Sind so viel Wert drin, das ist doch mehr als. Ich sag, ne, das kommt einfach alles auf den Kompost. Na, ich sag, das ist doch Quatsch. Na, das ist doch. Dann 4 Gurken, 1 Euro. 25 Cent die Gurke. Ne? Und ich habe mal, der hat auch, du kannst alles dort auch testen, weil die haben sich ja hingestellt und dann kannst du von allen, wenn du möchtest, kannst du immer essen, dass du auch weißt, dass es gut ist. Ne? Also, das ist nicht welcher Ramsch. Gerade jetzt, was besonders reif ist, die Plattpfirsiche sind reif, die Erdbeeren sind reif, die Birnen sind reif, die Pfirsiche sind reif, die Gurken, ja klar, sind halt Gurken, die sind auch reif. So, das heißt, das ist unfassbar. Und so kann man dann halt wirklich seinen Wocheneinkauf mit Obst da machen. Und zumindest gerade Melonen. Ein Melone, 50 Cent das Stück und die großen 1 Euro ein Stück. Also das sind wirklich diese Riesendinger. Und die waren reif und die waren auch nicht überreif, das hat auch angeschnitten und gezeigt. Also das ist Wahnsinn. Und das ist einfach sowas. Sowas muss man konsequent dann machen. Samstag halt keine Bundesliga gucken 15:30, sondern sich einen Bollerwagen nehmen und zack, hin zum nächsten Türken oder wo der nächste Markt ist oder sonst was. Und am Samstag, Mittag, Nachmittag zum Abverkauf die Sachen sich holen. Und dann kommt man locker. Wie gesagt, wir haben ja insgesamt 5 Euro für das bezahlt, was ihr hier seht. Da hast du die ganze Woche Obst. Ja? Da hast du jetzt nicht die ganze Woche, dass du nur von Obst leben kannst, aber du hast die ganze Woche Obst, frisches Obst, die ganze Woche. Für 5 Euro. So, und dann machst du noch deinen Hafer, frühs. Na, das ist das, was ich immer mache. Frühs einfach Hafer. Und das kostet pro Tag 50 Cent. Bist bei 3,50 Euro, bist bei 8,50 Euro die Woche. Und das wird jetzt so, meine nächste Woche, dann wird sich wahrscheinlich genauso in dem Rahmen bewegen. Ja. Also, und das mit frischem Obst, mit gekauftem frischem Obst. Aber eben tatsächlich wieder der Wegwerfgesellschaft einfach mal wirklich sich informieren, wo ist der Markt. Und dann auch wenn es 10 Kilometer mit dem Bollerwagen sind, hin mit dem Bollerwagen einpacken und gut ist. Und selbst wenn man keinen Bollerwagen hat, dann kauft man sich einen Bollerwagen, der amortisiert sich nach 3-4 Wochen komplett. Also von daher, also ich bin total begeistert. Was war dein Eindruck jetzt? Ich habe ja gesagt, jetzt hier gibt es billig Obst und ich wusste nicht, wie billig, aber ja, erzähl du mal. Ja, ich habe erstmal ein Stück Melone bekommen und die war sehr lecker, aber ich hatte halt auch keinen Platz mehr, weil wir halt noch andere Sachen eingekauft hatten. Bei den Nektarinen, du sagst mal Pfirsiche, bei den Nektarinen, die sind leider schon sehr, sehr matschig. Das hat man aber, die haben sie extra so hingelegt, dass sie sehr gut aussahen. Aber für die ganze Masse da ein Stück wegschneiden oder so, wo Schimmel dran war, die habe ich dann da gelassen, die habe ich da nicht mitgenommen. Und leider habe ich zu spät gesehen, dass auch Gurken und weiß ich nicht was noch alles, für 1 Euro hätte ich da wahrscheinlich auch nochmal zugeschlagen, gerade Gemüse. Ja, also ich bin sehr begeistert und man kann sich das eigentlich gar nicht so vorstellen, dass das alles jetzt 1 Euro gekostet hat. So. Das ist schon unglaublich halt und das ist eigentlich so krank, dass die Gesellschaft dann wirklich so
alles wegschmeißen halt dann einfach. Mhm. Ne? Also das finde ich... Das heißt, die Plattpfirsiche, die kosten zurzeit im Angebot, weil die sind ja zurzeit wirklich im Angebot, die Plattpfirsiche, bei Lidl und bei Aldi runtergesetzt von 2 Euro auf 1,50. So, 1,50, 6 Kilo sind es ungefähr. Das sind 9 Euro. Das hast du für 1 Euro bekommen. Ja, das ist so das Krasseste, finde ich. Die Erdbeeren. Eine Schale, glaube ich, 1,50, 500 Gramm, berichte ich mich, also 2 Euro 100 Gramm, ist eigentlich fast genauso krass. Oder sogar noch krasser, je nachdem, welchen Preis ihr ansetzt. Das ist einfach gewusst wie. Und dann wirklich Samstag, egal was man da vorhat oder was man da hat, einfach canceln und sagen, okay, nein, ich hole mir das Obst für nächste Woche. Und jeder, der in der Stadt wohnt, kann irgendwo zu so einem Markt gehen. Es gibt auch in jeder großen Stadt in Deutschland die Märkte. Und wir sind ja nicht nur an einem Laden vorbeigegangen, das waren ja zwei Läden, wo wir vorbeigegangen sind. Und da gab es noch dritte, vierte Obstläden dahinter. Also das überall. Und dann gibt es meistens auch einen großen Markt, wo man das verkaufen kann und so weiter. Also da kann keiner sagen, irgendwie Obst ist teuer. Und vor allem, das ist reifes Obst. Das würden sie nicht abverkaufen, bei vielen Sachen. Und von daher, ja, meine Inspiration oder unsere Inspiration für diese Woche ist halt echt schauen, wo Markt ist und Samstagabend. Ich bin ja normalerweise Samstagabend bei Kaufland, aber da hast halt nicht die Auswahl. Dort hast du echt Auswahl und ganz viel Obst. Bei Kaufland musst du mal gucken, ja, was gerade billig ist, dann ist es auch sehr billig. Aber das ist halt echt, auch du kannst in Massen kaufen. Du kannst in Massen kaufen und das dann innerhalb von einer Woche verwerten. Und einiges kann man auch einfrieren. Ne? Also wenn man zum Beispiel die reifen Erdbeeren hat, die kann ich auch einfrieren jetzt. Ja, beim Pfirsich und bei Nektarinen meine ich, weiß ich gar nicht, aber geht bestimmt genauso. Warum sollte man das nicht machen? Genau, einfrieren. Und die Plattpfirsiche sind genau perfekt reif, die sind noch nicht zu weich, die halten locker noch 2 Wochen. Und ja, und die Gurken sowieso, die halten auf jeden Fall mindestens noch eine Woche. Und so kann man das alles dann machen. Also, boah, ich bin. Ja, schon toll. Ist echt. Ja. Deutschland ist echt ein Paradies. Also, Deutschland ist echt ein Paradies. Uns geht so verdammt gut. Das ist Überflussgesellschaft. Wie sowas weggeschmissen werden kann. Und die hatten Kisten von Erdbeeren. Die hatten 30 Kisten noch jetzt. 18 Uhr, 19 Uhr. Die werden das alles nicht loskriegen. Das schmeißen die alles auf den Kompost. Erdbeeren. Wenn ihr selber einen Garten habt, der freut sich über jede einzelne Erdbeere, die er da irgendwie bei sich im Garten hat und genießt die. Und die schmecken auch gut. Also nicht irgendwie so, dass es diese typischen, die es zum Frühjahr manchmal gibt, dieser Wasser, das ist nicht vergleichbar mit Erdbeeren aus dem eigenen Garten. Aber, ja, fantastisch. Check. Na gut, dann macht's gut und ja, wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, was preiswerte Rohkosternährung gibt, einfach immer in die Kommentare. Dieser Monat ist echt bei mir so richtig mindblowing, wie billig Rohkost ist. Rohkost ist so billig. Ist auch logisch, weil es ja die unverarbeitete Nahrung ist. Das muss ja das eigentlich das Preiswerteste sein. Und von daher, wir leben in einem Land, in einem Überfluss. Ja, ich bin begeistert. Tschüss.